Hey, willkommen zu einer neuen GTA Online-Folge, heute mit Vitanova. Ja, hallo. Und das ist meine Hupe. Und auch wieder mit dabei, wie in der letzten Folge, Marius. Hallo. Und wir starten unsere Hupen! Ja, schön. Ja. Jeder kann ja mal seine Jobs vorlesen. Ich glaube mal, Marius, du müsstest eigentlich besser hinkriegen, weil du ja schon so weit bist, ne? Vielleicht hast du ja ein paar, die uns richtig weit bringen. Ich habe eine von Lester, das Parkhaus und von Martin. Verbarrikadiert. Motoren. Sag mal, wie viele Spiele? Haben wir eine, die bis 3 oder so geht? 1 bis 4. 1 bis 4. Magst du mal eine Mission vorlesen? Warum können meine Leute nicht selbst auf die Acht auf sich Acht geben? Einer meiner Stellvertreter schafft es nicht mal vor die Tür, ohne von irgendwelchen Typen zusammengeschossen zu werden. Ich habe ein paar Leute zu seinem Schutz losgeschickt, aber die gehen nicht mehr ans Telefon. Begib dich zu seinem Apartment, hol den Trottel ab und bring ihn in ein Stück zu mir. Klingt doch eigentlich relativ spannend. Besorgt euch doch mal einen Viersitzer. Ich kann gerne einen Viersitzer besorgen, da kann man dann zusammen losfahren. Kleinen Moment, du kannst ja schon mal starten. Ich könnte eine Limo besorgen. Besorg dir doch eine Limo. Dann lädst du uns ein, ich hole mein Auto und wir treffen uns dann alle bei meinem Auto. Okay, Mission habe ich schon bekommen. Ich steige nur schnell in mein Orakel ein. Dann komme ich. Und vergiss nicht hier auf geschlossen zu stellen, ne? Ist schon automatisch. Warum ist das bei euch immer schon automatisch? Sag mal. Das kann man einstellen, das weißt du, ne? Nein, das weiß ich nicht. Das ist mir irgendwie entgangen. Okay, also ich bin jetzt in meinem Orakel. Dann, ach man, werde ich mal annehmen. Marius. Nein, stopp, noch nicht annehmen. Erst wenn ich drinnen sitze. Mal gucken, ob wir dann zusammen ein Auto hier irgendwo gespawnt werden. Ja, dann hast du dann wieder mein Orakel und ich hab mein Orakel und dann, hä, wer hat wessen Auto jetzt? So, also ich hab jetzt angenommen. Er wird heruntergeholt. So, ich bin drin, Vita ist drin, perfekt. Ich hol mir noch schnell alles, was ich holen kann. Oh, nur 8000 Dollar. Wow, ist doch mal heute relativ billig, ne? Ich verstehe das nicht. Na gut, dann würde ich mal sagen, kannst starten. Also, jetzt schieße ich nicht mehr an irgendeinen Job, ne? Ich bin jetzt so nur noch anwesend. Du bist nur noch anwesend, alles klar. Ja, nur noch so anwesend. Nein, du musst ja nicht unbedingt immer gleich mit Granaten und so werfen. Okay, ich bin in meinem Auto. Dann kommt mal alle rein. Marius, willst du alleine fahren, ja? Mhm. Ich dachte, wir treffen uns in meinem Auto. Als Crew. So, wenn wir schießen müssen, könnt ihr euch aufs Schießen konzentrieren und ich kann mich aufs Fahren konzentrieren. Oh, lange nicht mehr gefahren. Ich hab deine Scheibe kaputt geschlagen, ne? Ja, ich hab's gehört. Aber dafür sind Scheiben ja da, ne? Na denn. Ich meine, man kann sie auch runterkurbeln oder was auch immer. Das dauert doch zu lang. Okay, wir müssen erstmal zu den Apartments. Gibt ihr überhaupt noch so eine Fenster zum Runterkurbeln? Eigentlich ist jetzt alles elektrisch, ne? Mhm. Nein, ich glaube, den kann man, glaube ich, einbauen lassen und nicht einbauen lassen. Also, wenn, dann ist das nur Sonderwunsch, ne? Du musst dir mal so einen übelsten Sportwagen kaufen und dann mit so einem Kurbelfenster. Ein Lamborghini oder sowas. Oh. Oh mein Gott. Ach Quatsch.
Wollt ihr mich verscheißern? Alter, die ballern jetzt sagen, schon? Schrotflinten. Ich hab ein Kampfgewehr. Hast du Pech. Na, Alter! Will der nicht in Deckung gehen? Aua! Okay, ich geh hinter das Auto. Ich glaube, die Mission habe ich schon mal gemacht. Nicht spoilern. Ich habe doch gerade vorgelesen, was wir machen müssen. Ja, ich höre extra denn nicht hin. Okay, fertig. Oh, nicht so ein Klacks. Eskortieren. Alles klar, wenn der in ein Auto einsteigen muss, ne, dann bringt ihn mal zu mir. Zu meinem Auto, oder? Beim ersten Mal habe ich exekutieren gelesen. Da habe ich mir auch so gedacht, was? Steigt der jetzt aus oder ein? What the hell? Hey. Hä? Warum fährt er weg? Ach, ihr seid da oben. Toll. Kann der mal anhalten? Hallo? Ja, der fährt einfach los. Ich meine, zusammen in einem Fahrzeug wäre doch besser, weil dann können zwei Leute schießen und er kann fahren. Da habe ich mir ja eigentlich auch so gedacht, aber... Komm, steig ein! Steig ein! Nein, ich fahr vorne, ihr fahrt hinten oder so. Alter! Wir sollen ihn eskortieren und der ist schon tausende Kilometer von uns entfernt. Wie sollen wir den da eskortieren? Ja, das sind halt die schlauen Menschen. Na, wärst jetzt bei mir eingestiegen? Was wäre schlau gewesen? Nein, nicht unbedingt. Ich hab die Typen da ja abgelenkt. Okay, und dann spawnen da vorne welche, na, bei ihm und dann... Alter. Ja, Spawnkinder, die sind ja auf uns fixiert. Da frage ich mich, warum sollen wir den eskortieren, wenn der einfach ohne uns so weit vorfährt? Alter, jetzt kann ich ja noch nicht mal wenden. Gutes Fahrzeug, ne? Sag mal, kann das sein, dass hier der Reifen schon wieder irgendwie schief hängt oder so? Nee. Ist jetzt nur durch die scheiß Nässe. Ja, toll, jetzt steht der schon. Zum Glück habe ich den Hot Knife. Mit dem Ding kannst du gar nicht bei Nässe fahren. Wahrscheinlich wartet er auf uns. Sieht nicht danach aus. Ach, der hat sich verfahren hier irgendwie. Idiot. Bei Nässe versuchen, Berg hochzukommen. Am besten noch mit dem Hot Knife. Wo sind Gegner, Mensch? Sei davor, wenn keine kommen. Ich will aber auch was abknallen. Ich hoffe, die Mission hier gibt uns jetzt Geld. Hä? Der Spaß, die hat sich jetzt geschafft. Mission bestanden, das war's. Warum ist er nicht so... Einfach so warum bestanden. Warum fährt er so einen Umweg? Wow, 2355 RP. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Da würde ich sagen, Marius ist dann für die nächsten Missionen immer verantwortlich. Marius hat 10.000 bekommen? Hä? Er kriegt fast das Doppelte. Weil er der Horst ist. Hier, Ticket nach Elysium, ne? Kennen wir noch. Hier ist ein Rennen. Willst du ein Rennen fahren? Ist mir egal. Nein. Wollen wir noch einen Job machen? Ja. Okay, dann freier Modus. Edge. Erster. Zweiter. Dritter. Von drei. Hey. Du bist nicht letzter. Du hast nicht verloren, du bist nur Dritter. Von drei. Das sagt man nicht so gemein. Ja, da hinten steht mein Auto. Ah, da steht mein Auto. Mein steht hier.
Und hier möchtest du mal mit meinem fahren? Wenn du mit meinem fährst? NPCs, ne? Na komm, wir tauschen mal die Wagen. Viel Spaß. Ja, ja, dir auch. Okay. Ich guck mal kurz, ich hab nämlich noch Missionen. Wir können ja mal die Los Santos Connection machen, oder? War doch mal alles. Also ja oder nein? Na klar. Okay, sind 2 gegen 1, oder? Egal. Ist für 0 Spieler auf jeden Fall schon mal sehr interessant, ne? Ich will wissen, was so los ist in der Stadt. Manche nehmen es Besessenheit, ich nenne es Umsicht. Es gibt da ein paar Typen, die sind neu in der Stadt und verkaufen hochreines Kokain. Ich will wissen, wer sie sind und ich will, dass sie verschwinden. Ein Deal in Rancho platzen zu lassen, wäre vermutlich ein guter Anfang. Was glaubt ihr? Kakao? Okay. Kakao, alles klar. Könnt ihr eigentlich Feuerwehr und so rufen? Ja, oder? Normalerweise. Nee, geht's doch. Im Online glaube ich noch nicht, hä? Na, meint doch hoch. Nee, geht nicht. Dann, hol mal dein Handy raus, geh auf Kontakte, drück Viereck und gib 911 an. Ihr seid eingeladen. Brauche ich jetzt einfach auch nur auf Crew gehen und... Oh scheiße, jetzt habe ich wirklich die komplette Crew eingeladen. Ist doch egal. Wer ist noch in der Crew? Auch. Keiner, schade. Und jetzt müssen wir Kakao klauen. Kakao klauen, jawoll. Da schreit schon ja nach ganz viel Geld, was ich ausgeben muss für Munition und Co. Okay, alle bereit? Kauf mit jemandem im Waffenladen. Alle bereit? Warum wird's denn billiger? Die Haftbomben kosten dann $2 weniger. Also ich bin bereit und klicke jetzt einfach mal auf Spielen. So. Wenn mir keiner antworten will, dann... Tut mir leid. Eigentlich wollte ich Entschuldigung sagen, aber ist ja dasselbe. Die Los Santos Connection. Okay. Boah, mein Auto steht so weit weg. Lass den Drogen dir platzen. Hat jemand sein Auto hier in der Nähe? Na klar, ich. Na kommt. Na toll. Muss ich genauso rennen. Wir können auch mein Auto nehmen. Da passen alle rein. Na, einmal ist dichter dran wie dein. Musste hier nur runter. Ach, schade. Warten wir noch auf Marius? Ah, oh, wo ist der denn? Marius, fährst du alleine, oder? Nee, den holen wir ab. Der fährt in die andere Richtung, ne? Fährst du rückwärts? Ja. Dann hätten wir auch mit meinen fahren können. Eine Mission sieht zwischen auch mal cool aus. Ein Hotknife-Rennen wäre doch mal genial, oder? Ja. Nein, die Dinger sind nicht so schön zu steuern. Also der Sportwagen, den ich habe, dieser grüne, der steuert sich mit am besten von meinen Fahrzeugen, muss ich sagen. Ah, dann steige ich mal bei euch ein, wenn ihr schon Unfälle baut. Hoppla! Was machst du denn da? Warum sitze ich hinten? Weil du hinten eingestiegen bist? Wer macht denn sowas? Du bist zu klein, um vorne zu sitzen. Vita noch auf dem Kinder sitzt da hinten. Ich will dir helfen, hat mich schon an den Sensor angekostet. Warum? Wenn ich hinten sitzen musste, weil. Hier ist der. Pierce? Pierce, genau, weil der immer vorne eingestiegen ist. Ich mag hinten sitzen nicht. Oh, du hattest die Wahl! Soll O'Neill dir da kleine Mini-Bildschirme einbauen? Ich werde hier, da gibt's ja hier diese Fernseher, die man in die Sitze da einbauen kann, ne? Genau, dann machst du an deinen Spiegel vorne, machst eine Kamera ran, die nach draußen zeigt und dann baust du hinter deinen Sitzen Bildschirm ein, dass ich sehen kann, was vorne passiert. Genau. Ohne deinen Kopf davor. So machen wir's. Mhm. Stoßstangenansicht kannst du dann ansehen. Dann baust du einen Unfall und dann ist die Kamera so schnee, so.
Ja, ja. Gab damals auch im Fernsehen. Sendeschluss. Wenn du nachts so viel Fernsehen gemacht hast und dann nur Schnee kam. Ach ja. Das waren noch Zeiten, ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Naja. Ist sowieso wurscht. Läuft sowieso nur Schnee im Fernsehen. Oh, oh, der schießt gleich. Ach, erzähl doch keinen Blödsinn. Ach, scheiße, jetzt habe ich einen Granatenwerfer ausgewählt. Ja, überprüfe das GPS des Fahrzeugs. Achtung! Hier ist Kokain. Oh Mann, das war mein Kokain. Wer hat denn das? Die gibt dich zum Lager, okay, einsteigen wahrscheinlich. Wer hat da Kakao jetzt? Ich. Wo seid ihr denn alle? Ich bin im Auto. Oh oh. In dem schwarzen hier. Hier ist kein schwarzes Auto. Ey, komm her! Ey! Da ist kein schwarzer. Der schwarze steht links daneben. Sag mal, Marius, ist der schwarz oder ist der silber? Der ist schwarz. Der ist silber. Der ist schwarz! Wie kann man schwarz und silber verwechseln? Ich bin doch nicht farbenblind. Das sieht aber cool aus, wie du dran hängst jetzt, ne? Ja, das geht halt bei den Gringer. Fahren wir gegen Schwarz oder so. Ich helf dir gleich. Dann ist unser Kollege tot und wir verlieren Leben. Und dann sind wir total ausgeliefert und sterben auch noch. Außerdem kann ich hier so cool runterballern. Ja. Ich kann sogar, glaub. Ne, schade, kann ich auf dich schießen. Alter, fahren wir mal hier mit den Platten, ne? Was fährt man? Was machst du sowas auch? Oh! Wow! Oh mein Gott! Okay, okay. Wenn wir jetzt zu zweit auf dem Auto schießen, ist das nicht so gut, ne? Alles in Ordnung. Hab ich das mit dir gemacht, mit der Mission da, wo man die FBI-Bahn klauen muss? Ja. Ne, oder war... Warum hab ich jetzt kein Dings? Hä? Scheiße. Wir geben dich zum Lager an El Buro. Hi. Ja, mir wird aber gerade hier nichts angezeigt. Also kein Weg. Ich mach das. Ja, ich bin auch ein guter, ne? Ja. Toll. Wäre doch eigentlich einfacher, wenn ich hier lang fahre. Zeigt mir eigentlich völlig den falschen Weg an. Dann fahr jetzt links hier hoch. Fahr jetzt links hier hoch, genau. Wir müssen jetzt was hacken, ne? Sag mal, spoilerst du gerade? Bitte? Spoilerst du gerade? Hier müssen wir wieder schießen, wie es aussieht. Ich bleib hier dran, ich mag das. Okay, warte, dann fahr ich dich mal. Oh, jetzt hab ich dich runtergeschmissen. Entschuldigung. Nein, meine Waffe ist die beste, jetzt ohne Mist. Welche Waffe denn hast du denn? Kampfgewehr. Ich stelle mir doch jetzt auf Level 70 vor. Tja. Spiel mit Laptop. Okay. Hier kommt gleich ein Auto, ne? Zwei Autos kommen da. Kümmert ihr euch mal um die Autos. Kümmert mich erstmal um die Person. Okay, die Person aus Auto Nummer 1 sind schon mal tot. Da kommen schon wieder Autos. Bombe. Yay, Arbeitsplatz. Nein, hack mal schön. Hacking Tool, externes Medium oder was? Brute Force. Alles klar. Was? 21, was? 2160, bitte? Ach du Shit! Das hier, nein! Das! Geht doch! Ah, jetzt muss ich Brute Force, ne? Achso. Alles klar, das kann ich doch noch.
Ja, musst du ja in Offline. Nein! Nein! Ah! Mann! Macht nicht so viel Stress! Ich hasse es, wenn es so boom, boom, boom macht. Hexalek. So, 84. Ich suche 84, 71. Geh mal weg, da ist eine Flasche. Ja. Ha. 84, Alter. Kein Stress, bitte. Sag mal, war das jetzt hier irgendwo? Scheiße. Mann! Ich übersehe das jetzt gerade wieder wahrscheinlich und ich werde dann von allen ausgelacht. Wo sind hier meine 84? 54, Alter. Hey, Medikit. Alter, ich bin gerade so. Alter, ich werde gerade getroffen hier, oder was? Hier. Nein. Okay, Nummer 1 ist schon mal fertig, Alter. Ich werde beschossen. Ich spüre das in meinem Dings. Oh. Oh. R. P. H. E. Alter. Hört doch mal auf mit diesen scheiß Explosionen. Ja, wir müssen dein Leben. Okay, retten. Passwort erhalten. Los. Dein Leben müssen wir retten. Was? Down out, Echse. Hier kann man down out raus. Ich glaube, wir haben es, oder? Nein. Los, steig in das Auto hier an. Den können wir noch kalt machen. Komm, steig ein. Riskier nicht dein Leben für irgendwas, das du gar nicht riskieren willst. Ach, ich verreck doch nicht. Ey, ich setz doch nicht schon wieder hinten, jetzt mal ohne Mist. Oh nö, warte. Lebt, ist das Auto noch gut, das da stand? Was? Ach, das ist gar nichts mehr gut. Ich hab da alles zerlöchert. Weil ihr die ganze Zeit schießen musstet, während ich hier... Ja, da kann man dauernd Autos. Wir schießen noch gar nicht mehr. Wir haben da bestimmt 7 Autos abgeknallt oder so. Ach, ist doch jetzt auch egal. Das kriegt man schon hin. Könnten wir dieses Mal eigentlich lästern und looten? Nein. Gibt es gar nicht, ist nur eine Illusion. Wie? Was? Lester anrufen, der kann einem doch nicht helfen. So? Hat mir auch schon öfter durch. Ja, stimmt. Für den Job, wo wir Helikopter brauchen, ne? Ja. Da, ruf doch Lester an, wenn du einen Helikopter für einen Job brauchst. Ja toll, und dann bist du in einem Job, wo du einen Helikopter brauchst und dann geht er nicht ran. Wo du da den Heli beim Juwelier klauen musstest, du hättest du einfach... Nein, habe ich vergessen, was da passiert ist. Affen. Ha, voll in den Korb. Das ist schön. Ja. Ich bin Platten geschossen. Ihr macht das schon. Aber hast du einen Platten geschossen? Da war doch schon tote Fahrer. Achtung, da kommt einer von Nex. Ich geh kurz in die Bank, dann soll was sein. Genau. Na klar, ich setz dich hier ab, ne? Bei der nächsten Bank bitte halten. Im Park sind irgendwo welche. Hey, kann man doch per Handy machen. Nee. Man kann wirklich? Das Handy einzahlen? Wusste ja. Ich gar nicht. Schon wieder was Neues gelernt. Glaube ich nicht. Geh auf dein Handy. Irgendeiner von euch wurde gerade getroffen. Ich. Ich hatte gerade extremst Blut gespritzt. Ja, ich weiß das, Marius. Ich wollte bloß so scheiße an. Ich hab noch nie nicht rausgehört. Ich komme mir jetzt voll blöd vor. Warum? Weil ich die Ironie nicht rausgehört. Achso. Keine Sorge. Was für Ironie? Fahr unten lang. Wir wussten es wirklich nicht, jetzt seht ihr doch mal. Hä? Es wird jetzt zwar falsch angegeben, aber... Nein, doch nicht. Nee, ich hab mich nur gerade verfahren, weißt du? Deshalb musste ich hier gerade drehen. Da einfach den Zaun kaputt fahren, da. Oder da. Ich mach das schon. Ich spiele ja nicht zum ersten Mal GTA Online, weißt du? Ich ja. Ja, bei dir glaube ich das sogar. Bitte. Schade, dass man hier in Online keine großen Jumbos hier fliegen kann. Hier stehen nur die kleinen Dinger rum. Jetzt müssen wir was kaputt machen, glaube ich. Oder?
Oh nein, jetzt höre ich hier auf. Es macht keinen Spaß mehr, wenn ich alles vorher weiß. Ich habe was gefragt, ich weiß es nicht mehr. Ja, frag doch nicht, lass dich überraschen. Wir haben die Mission auch noch nie gemacht. Er soll einen Kurs klauen, also Kakao meine ich. Wer ist gerade ausgestiegen? Das war extra. Also ich würde sagen, wir steigen hier aus und haben schon mal einen wunderbaren Schutz hier. Na, aber genau! Idiot. Ich bin hier extra ausgestiegen wegen meiner Sniper. Wow. Jetzt kurz das Koks klauen. Also ich gehe dann rein. Ich bin schon kurz davor reinzugehen. Also mindestens zwei sind da noch drin. Ach, da oben sind... Oh, Marius geht vor. Ja, hier die, das ganze Geld aus dem Kästen rein, drin. Das Koks ist da oben, scheiße. Ich werf da einfach meine Granate hoch. Aufpassen, nicht hochgehen jetzt. Oh. You're done. Das ist gut, schau mal, nein, oder? Oh. Das Koks wurde zerstört. Ich wollte doch auf... Oh, Mann. Okay, ich hab's versaut. Ja, Neustart, ne? Ja, ja. Scheiße. Ich sag jetzt mal am besten nix. War deine Frage nicht, ob wir irgendwas zerstören sollen? Die Antwort ist nein. Doch, da stand doch Schalte. Doch, Fahrzeuge sollen wir zerstören, alle. Ja, die Fahrzeuge, aber... Nicht das Kokain. Dein Auto ist bei mir sehr verbeult. Wessen Auto? Hey, guck mal, unsere Autos paaren sich. Winter Nova. Ist das ekelhaft, ey. Bei mir nimmt das auf. So, ich stehen kleine Autos. Ja. Yep. Wunderschön. Jetzt wissen wir aber schon, wie es funktioniert. Lass den Drogendeal platzen. Komm, wir halten einfach Mittelfinger rein. Okay, Drogendeal ist geplatzt. Oh, ich habe schon 7000 Dollar, nur weil ich das da eingesammelt habe, die Kisten. Wir können dich mitnehmen, wir können es aber auch sein lassen. Und du bist hinten eingestiegen. Vorne war noch Platz. Ja, ich musste nur die Typen da abknallen. Sonst hätten die uns irgendwie abgeknallt, wenn wir daran vorbeifahren wären. Oh! Was? Du kommst gerade, komm hinter uns. Und? Und du bist gerade über die Gleise gefahren, als der eine Sekunde nachher da auch war. Na und? Der kann uns töten. Besonders ach Quatsch. Das sieht aber krass auf die ganzen Einschusslöcher auf Silber. Der Silber? Der Wagen ist nicht Silber. Der ist schwarz. Bei O'Neill in der Aufnahme. Der ist schwarz. Ihr seid nur farbenblind. Oder ihr verscheißert mich gerade. Der ist Silber. Der ist schwarz. Der ist schwarz. Eindeutig ein Silber. Jetzt ohne Mist.
Also ich halte mich jetzt nicht hier an irgendwelche Wege, ne? Ich fahre einfach mal hin. Fabian. Ich musste kurz in der Bank was einzahlen. Nur deine Bank andauernd. Ja, aber ich will das Geld nicht verlieren. Wie sollst du das denn verlieren können? Wenn ich sterbe? Man stirbt doch nicht. Wie stirbt man hier? Hm? Wie kann... Oh, Alter. Toll. Unser Fluchtauto ist schon mal kaputt. Danke. Ist ja egal, da kommen noch 10 Autos. Da kommen noch welche. 10 Stück kommen noch. Warum hier? Ich will hacken. Okay, dann hack du. Der Heile übrigens, nur mal so nebenbei. Und das Geld. Du hackst ja gar nicht. Wer hackt hier? Ich dachte, Marius wollte hacken. Soll er auch hacken? Ja. Will nicht auch. Hier wird nicht gehackt. Wir spielen ehrlich. Das Fluchtauto ist übrigens noch heile. Boah, das zweite Hacken ist viel einfacher. Finde ich auch. Aua! Sag mal wieder, wo. Ach, dort bist du, alles klar. Kümmerst du dich um das? Bist du fertig mit Hacken? Cool. Ja, hab ich doch gesagt, ich will hacken. Ich lass schon mal warm laufen. Peter will vorne sitzen, ne? Okay. Ja. Okay, wer zuletzt kommt, ne? Ja, ich hab noch uns den Weg freigeschossen. Ja, schön. Ach, pass auf den Zug auf. Was für ein Zug? Ah, auf den Zug. Ja, er kommt. Oder ich weiß nichts von dem Zug. War das schon? Sag mal, ich kann doch eigentlich, genau. Ist doch viel kürzer, wenn ich hier lang fahre, ne? Na, ja, bei der Pipeline. Naja. Da kommt bestimmt Kakao raus. In Battlefield kann man die kaputt machen. Die Pipeline. Ja, auf Insel Kark. Der fährt in die andere Richtung, ist der doof. Ist schon wieder Platten, ey. Ich krieg ein zu viel. Wir können uns auch natürlich auch ein anderes Auto einfach klauen. Guck, das Auto ist jetzt Silber. Ja, das war Silber. Bei Vita war das aber wahrscheinlich schwarz. Nein. Okay, nicht? War das Silber, ja? Ja. Echt? Wow. Ja. Das Auto, was wir fahren, ist übrigens auch schwarz, ne? Weil wir jetzt fahren. Ja. Ja, alles schwarz. Bei mir ist das rot. Nein, das ist schwarz. Bei mir ist er kaputt. Bei mir zum Platten. Einer ist gut. Fahre mit anderen Spielen. Ja, hab ich auch. Das habe ich heute schon zweimal bekommen. Wir bekommen das öfters. Ich fahre nie mit anderen Spielern. Ab jetzt kannst du gerne mit anderen Spielern immer mal mitfahren, wenn du magst. Mhm. Falsch. Nein, das war richtig. Nein. Das ist richtig, verdammt. Nein. Doch. Nein. Das Tor ist sowieso offen, warum fahren wir den Zaun kaputt? Weil's cool ist. Weil es mehr Spaß macht, den Zaun kaputt zu fahren, als durch ein offenes Tor zu fahren. Das ist GTA. Da fährt man alles kaputt. So, und jetzt dran denken, nicht das Kokain in die Luft jagen. Warum soll ich auch immer kurz schön in die Luft Kokain jagen? Luft jagen, ne? So, wo möchtest du abgesetzt werden, Marius? Er springt schon raus.
Wenn er das überlebt, gerne. Hinter die Dinger parken, genau. Auf die Plätze fertig, los. Ach, leck mich doch, ihr Affen. Ich bleib jetzt hier stehen, so. Ich leck dich jetzt nicht. Oh, scheiße, ich bin gleich tot! Und ja, schön, wenn man jemanden hat, der einem den Weg ins Leben versperrt. Ich glaube, hier draußen ist keiner mehr, ne? Glauben ist immer so gut, ne? Oh toll, jetzt stellt er sich hier genau dahin, wo die Typen sind. So. Hat der gerade gesagt, fuck with me? Alter, ist der Typ. Alter, Vita, du riskierst hier eine Menge, ne? Vita denkt sich auch nur so YOLO. YOLO! Na, no, jetzt lass mal hier die Kisten liegen. Nö, meine. Wenn ihr ja Geld braucht, ne? Ja, braucht keiner Geld. Na klar, ich hab immer mehr Ausgaben, wie ich verdiene. Okay, du gehst vor, ich hab nämlich kaum noch Energie und Weste. Hab ich schon gar nicht mehr. Kann ich vorgehen? Wenn du unbedingt vorgehen magst. Ich möchte das Koks haben. Du möchtest gar nichts haben. Ey, ihr könnt damit sowieso nicht anfangen. Marius hat's Koks. Ey, du Affe. Zerstöre... übrig. Aber jetzt, ne? Ach, das hat Spaß gemacht. Extrem, ne? So, Schutzweste eingesammelt, Haftbomben eingesammelt, jetzt kann's weitergehen. Hier steht noch ein Auto, ne? Das nehmen wir doch. Oder nein, wir nehmen das, was noch ganz ist. Das raucht mir zu viel. Ich nehme den Helikopter. Gute Idee, komm mit. Helikopter ist eine tolle Idee, ja? Flieg und Sieg! Ja, ich sterbe hier, schneller! Danke. Da hinten sind die Lieferanten. Jawoll! Lenkraketen! Ey, da hinten, ihr fliegt zu schnell. Flieg mal ein bisschen langsam, ich komm kaum hinterher. Oh, jetzt habe ich mal kurz die Kamera gedreht, ne? Vom Bomb. Fertig aus. Aber wir hätten wahrscheinlich auch zu dritt in den Heli gepasst, oder? Ja. Vier Mann passen drin. Muss das jetzt dämlich aussehen, dass ich hier der Letzte bin. Und leider die Mission nicht abschließen kann. Junge, wie viel kann der denn ab, Mensch? Warum? Jetzt müsste er down sein, oder? Ja. Materazzos Haus. Also ins Bettenlager. Habe ich mir jetzt auch so gedacht. Der verkauft doch sicher irgendwelche Matratzen, oder? Naja, das ist schön. Noch Schleichwerbung hier machen. Ja.
Habt ihr eigentlich in der Story schon alle UFO-Teile? Nein. Bin ich noch dabei. Ich hab sie. Kommt bei mir sogar noch im Let's Play, ne? Spoiler, Edge! Wow! Was macht ihr denn hier? Seid ihr denn total bescheuert? Das war knapp. Ich wollte hier landen. Interesting. Super, super. Und du bist interesting. Mission bestanden. So, was krieg ich? 2000? 16.000! 3500 RP. Das hat sich gelohnt. Naja, ja. Und wir kriegen alle dasselbe. Yay. Ist ja auch cool. Sag mal, Marius, warum enthältst du dich eigentlich immer? Gut, wir müssen jetzt freier Modus, ne? Und unsere Folge mal ganz kurz beenden. Oh, fast Level 41. Fast Level 81. Spinner. Ich bin jetzt 43 oder 44, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin 43 und fast bei der Hälfte von 44. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute und sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht zu zweit, vielleicht zu dritt. Mal schauen, wieder. Also, bis denne. Jo, bis dann. Tschüss.